Wir sind wieder zurück. Q3 Cloud. Und ich, der Skleros. Mit einer Komplettlösung von Dead Space 3. Du bist noch Dead Space 3 Frischling? Genau. Oh, ich muss sagen, Respekt. Also dafür, dass wir es auf unmöglich spielen und mit also wirklich schweren Bedingungen, ja, er schlägt sich gut. Vielen Dank. Es geht okay. Auch, muss man sagen. Wir haben auch gute Waffen und so weiter. Ja, mittlerweile, ja. Ist das schon einfach. Ja. Gut, ich habe gerade mal nachgeguckt, also wir haben wirklich bis jetzt alles auf 100%. Wer ja. uns gefolgt ist, hat auch wirklich alle Waffenteile, alle Audiologs, alle Textlogs und Platin. So, wir sind jetzt in Kapitel 11 angekommen und zwar ist das der Nexus. Das ist das Viech, was man hier so sieht, Nexus 001. Und Santos, die gute Frau, meint, wir müssten da mal reinklettern, um ja. mal was rauszufinden. Die findet das auch noch toll. Ja, die ist voll begeistert. So, ja. und wir brauchen jetzt doch reinklettern. Irgendwie, genau, wir brauchen jetzt irgendwie einen Ofen. Und ja, dann lass uns den mal suchen. Jo. Ich gucke mal. Naja. Lass uns mal später an die Bank gehen. Wir gucken ja, erstmal. Ja, ich muss jetzt eh nicht an die Bank. Ich wollte nur gucken, ob da noch was ist. Jo. Ja, und da oben sieht man Santos schon stehen, die freut sich ein Ast. Und Norton steht da in so einem Art Käfig drin. Gut. Das ist ja voll die Adleraugen. Ich hätte den jetzt nie gesehen. Naja, nun, ich kenne das nun auch schon. Ich zeig dir auch gleich noch nachher noch was. Oh, Sucherbot an der Bank. Oh, ich brauche nur einen. Audiolog. Audiolog. Genau. Persönliches Log, Dr. Earl Serrano. Das Nexus-Experiment ist, ja, einfach unglaublich. Wir fanden zwei fast unberührte Exemplare und die Crews arbeiten rund um die Uhr, um sie freizulegen. Neuer Anzug? Jo. Cool, ich check den mal. A Circuit Board. Ich sammle hier gleich mal die Upgrade-Platine ein und hier sind noch zwei Schränke. Okay. Ich zieh mir mal den Archäologenanzug an. Mach das. Wir haben beide bis jetzt den N7-Anzug angehabt. Genau. Aber ein bisschen Abwechslung muss ja sein. Ja. Tu dir da keinen Zwang ein. Oh Gott, wie sieht das denn aus? Na toll, so viel zur Abwechslung. Sehe ich aus wie ein Küken. Stichst schön ins Auge. Ja, Tokitori. Ja, genau. So. Ich habe das Zeug angesammelt. Tja, wenigstens habe ich es jetzt schön warm und kuschelig. Ja, mit ein bisschen Fell drumherum. Sexy. Sieht ein bisschen aus wie so Hip-Hopper. Yo, yo. Sieht voll bescheuert aus von vorne. Nun hocken wir wieder im Schnee. Ja. Öffnet. Thank you.
Ist doch wieder ein Wurzelpunkt, ne? Ja, genau hier. Jo. Ich das so gerafft habe mit den Wurzelpunkten hier. Ich hab mich mal gewundert, was ist denn das hier? Ja, ich hab die einfach irgendwo immer abgesetzt. Ja, hier ist nichts. Was ist denn eigentlich da oben? Wieso gehen wir nicht da lang? Du kannst entscheiden. Ach so. Nee. Immer da lang gehen, wo nicht die Hauptquest ist. Gute Antwort. Hey, ich habe den Ofengenerator gefunden. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich hinkomme. Bonnie. Das krieg ich doch niemals da rein. Von hier. Skleros versucht eine Batterie in einen Hutchen zu setzen. Ich verstehe das gerade nicht so wirklich. Man sehe und staune, da ist das Modul, hier ist der Skleros, der wild umherläuft. Ja toll, und sie lässt mich jetzt hier einfach so. Na gut, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter, oder? Doch, hier kommt weiter, Alter. Tu dir keinen Zwang an. Ich guck dir bloß zu. Du wirst schon einen Plan rauskriegen. Zur Not schneide ich den ganzen Rest raus. Mach einen Comment drunter, Skleros versucht eine halbe Stunde die Batterie einzusetzen. Ja doch, ich muss da nach oben und dann da rein und dann... Ach, wie blöd. Beschwer dich doch nicht. Ja. Nee, ist aber gut schon so. Ich will ja selbst alles rausfinden. Ja. Sollst du? Oh shit! Oh Mist. Na toll. Hold on. Alter, perfekt. Ich hätte nicht gedacht, dass die so viel Damage. Oh, jetzt bin ich down. Vergiss nicht, wir spielen auf unmöglich. Ja. Drück mal E. Jo. Ja, tu. Okay. Ich wollte schon zweifeln. Nee. Ja, ich habe hier meinen coolen gemacht und wollte den so verhauen. Aber naja. Nee, da ist noch eine Kiste. Ach. Wunderbar. Oh, jetzt hast du mich sogar mal getroffen. Ja. Sehr schön. Ich hab das Spiel ausgetrickst. So, ich lasse dich jetzt einfach draußen. Yeah, Skleros hat's geschafft. Juhu! Cool, man. Kommst du nicht schein? A Circuit Board. Feuer im Clip. Ich hab schon mal die Maschine hier angeschmissen. Das Heizgerät. Da müssen wir jetzt zurück, ne? Ja. Hä? Wieso ist es plötzlich so dunkel? Hau dir auf den Sack. Achso, Latsch. Heilung.
alles in Ordnung? Sehr gut. Hey, danke, dass du dich nicht von Robert provozieren lässt. Er ist im Moment nicht er selbst. Ach, Norton meint nur, ich bedeute Ärger in vielerlei Hinsicht. Aber ihr braucht mich für die Mission und darum bin ich hier. Und, naja, ehrlich gesagt hatte ich gehofft... Ellie? Ich bin dir nicht verstanden. Ist das Isaac? Schön. Plaudert ihr nett, ja? Er sagt, dass er die Ofenanlage in Gang gebracht hat. Er ist jetzt auf dem Rückweg. Isaac, wir sehen uns bald. Ja. Persönliches Log Dr. Earl Serrano. Das Nexus-Experiment ist, ja, unglaublich. Wir fanden... Isaac, die Wärmetauscher sind jetzt hochgefahren. Trotzdem taut das Ding nicht auf. Stimmt was mit dem Mechanismus nicht? Ich glaube, er ist festgefroren. Vielleicht bekomme ich ihn frei, wenn ich den Druck in den Rohren anpasse. Augenblick. So, ich gucke nur mal kurz, was hier steht. Ist denn... Keine Ahnung, ob das jetzt klappt. Nee, scheinbar nicht. Hä? Also die Rätsel in dem Spiel sind irgendwie immer so... Da rafft man erstmal gar nicht, was man überhaupt machen muss. Also das Ding da muss bestimmt bis nach oben. So, 10% 2 und dann einfach hier alles anmachen. Oder? Okay. Nee, jetzt geht wieder. Ja, genau. Gut, okay. Naja, ich hab's gerafft jetzt. Nach 10 Stunden. Nö, ist doch noch im normalen Bereich, alles schön. Das ist das erste Mal, dass ich im Spiel hier auf der Seite stehe. Sonst habe ich immer rechts gestanden. Ich glaube, es gibt immer ein erstes Mal. Ja. Voll stinken, wenn das hier anfängt zu kochen. Könnte sein. Hey, ich glaube, das hat geklappt. Ja, die Innentemperatur steigt. Und ich habe noch mehr gute Neuigkeiten. Die wären? Kommen Sie zum Observationsraum. Ich erkläre alles weitere unterwegs. Die Necromorphs sind eine Art Medium der Markersignale. Und naja, die Wissenschaftler haben einen Sensor gebaut, um über den Signal-Upstream die Maschine zu finden. Und wo ist der Sensor? Möglicherweise zerstört, aber ich habe die Pläne gefunden, um einen neuen zu bauen. Ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Right.
ready. Schon, es ging aber schnell. Ich brauche doch bloß meine ganzen Objekte weglegen. Ja, ich wollte mir jetzt eine neue Waffe machen, von daher. Was? Ich mach mal ganz schnell eine Mjolnir. Will die auch nochmal ausprobieren. Ressourcensammler online. Was? Wo bin ich jetzt? Oh, Hand, der kleine. So, schnell noch ein paar Updates draufhauen. Ich muss aufhören, mich in seltsame Frachträume zu quetschen. Man weiß nie, wo man rauskommt. Sind blutbeschmierte Bodenplatten mit verwiesenem Fleisch darauf jetzt der neueste Schrei? Gib nicht viel zu berichten, Sir. Ich werde mal hier drüben nachsehen. Mit etwas Glück sind hier mehr Ressourcen und... So, ich bin gleich. Einen Moment noch. Ist der Geruch von verwesendem Fleisch immer so intensiv? Oder machen so. Sie gerade die hart gekochte Eierdiät? Sicherlich sind Sie dadurch sehr bitter. Drüben. Das ist der Plan, von dem ich sprach. Ich sehe hier keine Teile, die wir für diesen Sensor bräuchten, aber es gibt noch ein Forschungslager auf der anderen Seite des Camps. Hier ist ein Schema. Was meinen Sie? Sieht aus, als hätten Sie eine Telemetriespitze modifiziert. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ja, ich glaube, mit den richtigen Teilen kann ich das bauen. Wo ist das andere Lager? Ich schicke die Koordinaten auf Ihre Rig. Wahrscheinlich wird es abgeschottet sein. Hier. Als wir eintrafen, fand ich diese Passcodes. Mit denen kamen wir in dieses Lager. Vielleicht funktionieren sie auch für das andere Gebäude. Wir finden's raus. Bin bald zurück. Wie süß, die mich gerade angelächelt hat. Ich kann genug Zusammenstücke, um die Maschine zu finden. Warum sind sie noch hier? Ah, bei mir nichts ist mit Ellie. Ja. Da weißt du Bescheid. Schätzelein. Oh. Heißt das, ich muss mir jetzt die andere Waffe bauen, oder wie? Oh. Na, du. Okay. Frage. Nehmen wir an, dieses dämliche Experiment funktioniert und Sie finden die Maschine. Und dann? Wissen Sie überhaupt, wie Sie sie abschalten sollen? Naja, Admiral Graves erwähnte einen Codex. Sie sagte, man bräuchte ihn, um die Maschine zu steuern. Ja, ich konnte ein paar Logs von Dr. Serrano dechiffrieren. Und demnach ist eine Person namens Rosetta für die Herstellung dieses Schlüssels wichtig. Hören Sie sich eigentlich mal selbst zu? Sie wissen von diesem Scheiß genauso wenig wie ich. Wenn ich die Teile finde, um einen Sensor herzustellen, finden wir auch die Maschine. Und dann kümmern wir uns um diesen Codex. Unfassbar. Jetzt, ich bin jetzt auch Klaus. Was bist du, Klaus? Ja, nee, Klaus. Mit meinem Schwert. Du hast den Namen ja sicher von Final Fantasy VII, oder? Richtig. Ah, okay. Geiles Spiel übrigens. Ah, mit dem Spiel bin ich groß geworden. Das habe ich auch sowas von gesuchtet. Na, ich bin ja mit Final Fantasy 10 groß geworden. Also ja. Was Final Fantasy betrifft. Ich habe den 7 erst später gespielt, aber ich habe ihn hier zu Hause. Vielleicht mache ich auch nochmal so einen kompletten Videostream mit Final Fantasy 7. Ja, den gibt's ja jetzt auch auf Steam. Ja. Ey, das war so kacke. Ich habe mich so darauf gefreut, dass ich die ganzen Errungenschaften freischalten konnte. Ja, und dann. Ey, 2 Stunden gespielt, Alter. Geil. Rockst du voll ab? Pustekuchen. Nächstes Mal neu gestartet. Dann hat er sich mit Square Enix kurz geschlossen. Und da ich ja noch die alten Safe Games habe, ey, mit einmal Puppen komplett die ganze Reihe hoch. Alle Errungenschaften hoch. Ich sah so eine Scheiße. Toll, brauchst du ja gar nicht was weitermachen. Fuck!
Naja, rein theoretisch kannst du es ja immer noch machen, aber da musst du halt dieses Tool benutzen. Ach. Ja, nee, dann kommt man so in Versuchung hier. Nee, da geht lieber richtig. Also ich hab's einmal benutzt für Team Fortress und ich hab's dann auch gleich wieder gelöscht, eben wegen dieser Versuchung. Ja. Ja, nee, das klar, machen kann man das schon, wäre bestimmt interessant. Oh, meine Wurz kommt zurück. Nee, dann komme ich so in Versuchung. Ich kenne mich. Ja, ich kenne das. Also ich bin ich bereit? Nee, warte, ich brauche noch Muni. Ist mir gerade aufgefallen. Ich bin nämlich etwas knapp. Sag bloß. Ja, ausnahmsweise mal. Ja, kein Wunder, wenn ich einfach so sinnlos durch die Gegend schieße. Ey, mittlerweile habe ich 4200 Altmetall. Krass. 5200 Somatgel. Boah, als deine Bots sind echt fleißig. Ja, die bringen fast mehr als das Doppelte ein. Ja, ich glaube auch. So, ja, Clips habe ich genug, das geht schon. Ein bisschen viel Medipacks noch, warte mal. Nehme ich lieber noch einen großen mit. Gut. Fertsch. Wir verabschieden uns hier aus Dead Space 3. Bis zum nächsten Teil, wenn wir uns auf die Suche begeben, um die Sondenwaffe zu finden. Bis denn dann, tschüsschen.